Direkt aus den 50er Jahren kommt diese Kostbarkeit nach Pulheim. Ja, wir haben hier eine Brosche, fast schon eine Stabbrosche, sehr üppig ausgestaltet, und zwei Ohrhänger. Als ich die Schmuckstücke gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, so ein bisschen aus der Mode, aber Ohrringe. Und Ohrringe feiere ich immer. Ich kriege so selten schöne Ohrringe. Und die Dinge waren ja nur auch handgemacht. Fast traubengleich sind hier verschiedene Schmuckelemente angeschoben worden. Also es sind gewölbte kleine Blattformationen, es sind kleine Einleger aus Smaragden in Zargenfassungen. Und wir haben hier auch eine Zuchtperle, und Weißgold und Gelbgold wurde verarbeitet. Und darüber hinaus am Ende ein Brillant. Ja, und so wie es gestaltet ist, lässt sich das ganz eindeutig auf die 50er Jahre datieren. Und das ist so die Wirtschaftswunderzeit. Jetzt können wir es uns leisten. Und das sieht man wirklich, spiegelt sich in dem Schmuck unheimlich wider. Da ist viel Gold dran, da ist Brillant drin, da ist Smaragd drin und Zuchtperlen. Also da haben sie richtig einen rausgehauen. Diese Formation aus kleinen Kügelchen in Form von Rauten und auch so, wie diese kleinen Kügelchen auf den Untergrund aufgebracht sind, noch leicht verschmolzen, das ist im Grunde genommen die zweite Generation des chemischen Lötens, der sogenannten Granulationstechnik. Und zwar werden die kleinen Kügelchen Punkt für Punkt aufgelötet. Das beherrscht kaum noch ein Goldschmied. Und schon sind wir beim Thema Geld. 1.800 bis 2.100 Euro, und da liegt auch mein Schätzpreis. Ich wollte den Schmuck kaufen, ganz klar. Mehr als 1400, 1500 Euro hätte ich nicht dafür ausgeben wollen. 900. 1000. Tja, 1250 würde ich Ihnen noch anbieten. Ja. Ja? 1, 2 sind 1200 und die 50. Ganz Dankeschön. Lieben Dank, ja? Zunächst mal habe ich mich gefreut. Ich habe die Schmuckstücke dann nach dem Kauf im Geschäft dekoriert. Und das Erste, was natürlich wegging, waren die Ohrringe. Die Brosche leider nicht. Ich habe mir überlegt, die Brosche jetzt umarbeiten zu lassen, denn die hat ja Potenzial. Guten Tag, liebe Elke. Guck hier, ich habe eine schöne Aufgabe für dich. Der Alexander kommt aus Moldawien. Der arbeitet noch nicht so ganz lange bei mir, ein Jahr. Aber er ist ein sehr erfahrener Goldschmied, 25 Jahre macht er den Job schon. Guck, wir haben hier eine sehr schöne alte Brosche. Schöne Brosche, ja. Ich würde die gerne umbauen. Das muss abgetrennt werden von beiden Seiten, ja, sodass wir davon einen sehr schönen Ohrstecker, Clipstecker machen können. Also. Und das hier wird ein sehr, sehr schöner Anhänger. Ich zeig dir das mal eben. Das soll final dann so aussehen. Ich werde bemühen. Das ist eine Herausforderung, muss ich sagen. Und da verlange ich auch einiges von meinem Goldschmied. Also der erste Arbeitsschritt ist, die Seitenflügelchen zu entfernen. Und dabei ist natürlich darauf zu achten, dass man nicht irgendwie an Steine gerät oder so. Dann kann vieles passieren, da kann ein Stein rausfallen und man beschädigt die Fassung oder dergleichen. Vorsichtig. Ohne Stress, sehr aufmerksam sollten wir sein, damit nicht verderben irgendwelche Details. So. Eine Seite ist entfernt und hier ist alles in Ordnung. Das war's. Und jetzt entfernen wir alte Verschluss. Jetzt machen wir diese Kugelchen, zwei Kugelchen, angeglichen. Und wie zum Beispiel diese oder diese, ein bisschen rundlicher wieder. Vorsichtig und routiniert gleicht der Goldschmied mit einer Fräse die Sägestellen an den Rest der Brosche an. Die Oberfläche glättet er mit einem Aufsatz aus Gummi. Fertig. Allerdings fehlt noch eine Aufhängung, damit die Ohrhänger später auch sicher am Ohr hängen.
Ilke opfert dafür Schmuck aus ihrem Fundus. Dann tut mir manchmal auch leid, aber wenn es dann nur rumliegt, auch bei mir im Geschäft wird es ja nur rumliegen, wenn es keiner haben will, also muss ich den Weg leider gehen. Jetzt werden wir unser Verschlusschen absägen. Die abgetrennten Clips und Stifte werden jetzt mit einem Punktschweißgerät an den neuen Steckern befestigt. In Millisekunden entsteht an der Nadelspitze ein elektrischer Impuls, der das Material verschweißt. Nicht Millimeter, 0,1 Millimeter, ja. Durch die sehr feine Spitze kann der Goldschmied nahezu unsichtbare Schweißpunkte erzeugen. Das ist fertig. Aus dem Mittelteil der Brosche soll ein Anhänger für ein Collier entstehen. Nach der Demontage sind allerdings noch die Stellen sichtbar, wo vorher die Seitenflügel befestigt waren. Du müsstest das dann von hier bis da hier ausfräsen. Wir machen jetzt da einfach kleine Schlitze rein, sodass man da wunderschöne Kette durchziehen kann. Dann fällt es gar nicht auf, dass da keine Granulation ist. Das muss auf jeden Fall mit höchster Vorsicht bearbeitet werden. Wir haben jetzt ein altes Schmuckstück hier. Und da kann man nicht einfach wieder irgendwas ranbauen. Wir haben in dem Fall Granulationsarbeiten. Wenn die zerstört werden, dann sind sie kaputt. Zunächst bohrt Alexander zwei Löcher, um dort die Fräse ansetzen zu können. Jetzt setze ich meine Fräse ein und fange an, unsere Löchlein verbinden. Das ist ein Moment, wo dem Goldschmied, dem lieben Alex, auch manchmal der Schweiß die Stirn runterläuft. Problem ist zu dicke Teile für unsere Löchlein. Jetzt sollte ich diese Teile von unserer Kette abschneiden. Jetzt werden wir die Kette durchführen und löten. So, noch ein bisschen. So. Was jetzt folgt, ist klassische Goldschmiedearbeit. Alexander verlötet den zuvor abgetrennten Verschluss erneut mit der Kette. Fertig. Der letzte Schritt, die Politur. Ich bin riesig gespannt auf das Ergebnis, muss ich sagen. Ach, Alex. Guten Tag, liebe Elke. Hallo, fantastisch. Ich habe alles gemacht. Fantastisch. Toll geworden. Richtig schön. Guck mal, unsere Granulation. Ja. Wir machen viel Tamtam und sehen genial aus. Und wir haben mal einen schönen Ohrschmuck. Sehr schön, sehr schön. Kann man es wieder verkaufen. Hervorragende Arbeit, hast du toll gemacht. Super, Alex. Im Händlerraum habe ich bezahlt für das Konvolut 1250 Euro. Für die Brosche alleine angesetzt wären 700 Euro. Das Gold, was wir jetzt wieder recycelt haben, waren ca. 150 Euro wert. Das Collier 1150. Mein Mitarbeiter Alexander hat fast den ganzen Tag daran gearbeitet und das muss ich mit 420 Euro in Rechnung stellen. Ich würde mir vorstellen, für die Ohrringe 850 Euro im Verkauf zu erzielen und für das Collier 2450. Wenn einer zusammen kaufen möchte, 3250 Euro. Ich glaube, da werde ich auf jeden Fall schnell Käufer für finden.
meine lieben Schmuckliebhaber, wenn euch das Video gefallen hat, schaut vielleicht auch mal bei meinen Händlerkollegen rein und denkt dran, abonniert den Kanal oder vor allen Dingen an die Glocke denken.